Ein heißer erster Lauf bei der ADAC TCR Germany. Nicht nur für Bradley Burns ein suboptimaler Start ins Rennen. Auch Mike Halder, Drittplatzierter der Gesamtwertung, hat sich seine ersten Meter anders vorgestellt. Noch in der allerersten Kurve bekommt er einen Schlag von Harry Procek und dreht sich aus der Führungsgruppe. Eine Strafe gibt es dafür nicht. Für Halder aber ein herber Rückschlag im Meisterschaftskampf. Richtig gut läuft es für Gaststarter Thierry Neuville. Der Rallye-Star als Polesetter ins Rennen gegangen, souverän an der Spitze. Auf Platz 5 der Führende der Meisterschaft Antti Buri im gelb-blauen Audi. Seine Attacke auf Platz 4 gegen Lukas Niederscheider gelingt. Der Finne auf dem Weg nach vorne. Der 30-Jährige, der mit 12 Punkten die Gesamtwertung anführt, will unbedingt aufs Podium. Buri kurz vor Rennende mit dem Angriff auf Julian Apatello, aber sein Manöver bleibt ungekrönt. Mann des Tages ist der viermalige Rallye-Vize-Weltmeister Thierry Neuville. Der Gaststarter holt sich bei seinem ersten Rennen in der ADAC TCR Germany direkt den Sieg. Die vollen Punkte aber kassiert der Zweitplatzierte Max Hesse. Das Podium wird komplettiert von Apatello im Cupra Leon.